Breit. Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit Frank und David. In der dieswöchigen Folge geht es um Höpfner Pilsener. Ja. 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 Auch mal Andi. Übrigens, das letzte Bier aus seinem Paket, ne? Vielen Dank auch hier nochmal an der Stelle. Waren ja drei wundervolle Biere drin. Ne? Also wir hoffen, dass drei wundervolle Biere drin sind. Auf jeden Fall ein wundervolles, ein gutes. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das wird sie auch nicht alle hintereinander wegtrinken. Ne, wenn du die immer heimlich da hier dann noch doch noch austrinkst nachher, ne, Kamera aus, hoch die Tassen, kann ich auch nichts für. Auch egal. Ja. Und was habe ich rausgefunden, was du vorlesen darfst? Was ich jetzt doppelt sehe? Ne? Was siehst du denn doppelt? 1706 und... Ne, 98, ne? Nee, ich muss auf nah gucken. Ach so. 1798. Jetzt Karl kommt. Friedrich Gottlieb Höpfner in Liedolzheim. Wo liegt ich denn? Boah, das ist eine super gute Frage. Ich würde es jetzt googeln, aber mein Handy nimmt ja hier gerade auf. Deins zeichnet den Ton auf, das andere von mir zeichnet auch den Ton auf. Ja. Ja, googelt. Liedolzheim. Also, da hinten ist es. Ja, weiß ich. Auf jeden Fall, da wurde dann die Brauerei gegründet und ist 1849 nach Karlsruhe umgezogen. Von daher würde ich vermuten, dass es da irgendwo in der Nähe ist. Sorry dafür, dass wir es jetzt nicht genau nachgeguckt haben. Normalerweise haben wir immer den Punkt irgendwo drin. Ja, das ist 40 Kilometer südöstlich von oder so. Ne? Aber da der Umzug dann nach Karlsruhe war und tatsächlich Andis Biere ja Karlsruher Biere sind, ne, lassen wir es mal unter Karlsruhe. Oder Umfeld. Oder Umfeld. Ja. Wer fällt um? Ja, ich du fällst gleich um. 1896 dann wurde die sogenannte Höpfnerburg gebaut. Wir da, tatsächlich, das wirklich googelt die wirklich mal. Also die steht nämlich heute noch. Sie ist zwar im Krieg kaputt gegangen, wurde aber 1945 wieder aufgebaut. Aber die ist wirklich imposant. Also es ist jetzt nicht so eine Burg auf dem Berg irgendwo am Fluss, wie am Rhein oder BB, so. Ne? Burg auf dem Berg. Aber die sieht aus wie diese in der Stadt mit Türmchen und Durchgang und so. Also wie so ein Tor halt. Ne? Also sehr imposant. Doch, macht was her. Also ich habe es bei der Recherche, habe ich mal ein Bild davon gesehen. Hübsch. Sehr hübsch. Tatsächlich. Oder sehenswert. So, dann 1951 hat Albrecht Höpfner übernommen und 1992 dann sein Sohn. Ja, sein Sohn, ja. Genau. Dann 2005 ist es leider nicht in der Familie geblieben. Nee. Wurde es an die BHI verkauft, ja, die man heute kennt unter Paulaner Braugruppe. Und die wiederum hat eine Tochtergesellschaft, die nennt sich Südwestgruppe und da ist das Höpfner angeschlossen. Seit 2018 wird in der Brauerei auch nicht mehr in Flaschen abgefüllt, sondern das macht man beim Schwester, bei der Schwesterbrauerei Schmucker. Richtig. Die hatten wir auch schon mal. Schmucker. Richtig, ja. Weißt du noch, da war bei YouTube damals, haben welche immer geschrieben, Schmucker macht Schmucker. Ne? Deswegen ist das irgendwie so packen geblieben. Ist es ein Bier der Paulaner Braugruppe. Weiß ich noch als Wertsgästin gewesen. Und mein Job, die Leute sagen doch immer, ich stehe ja dafür, dass ich hier einfach nur warte, bis ich endlich die Flaschen aufmachen kann. Und ich einen trinken kann. Genau. Das Pilz, das fand ich auch mal ganz interessant. Ne? Das findet man oft nicht, seit wann denn irgendwie eine Sorte gebraut wird. Das Höpfner Pilsner wird seit 1925 gebraut, hat also nächstes Jahr 100-jähriges. Es hat 4,7% Alkohol. 11,5% Stammwürze und 29 Bitter Einheiten. Vorletzte Woche
dass kleiner Karl hatte, nee, oder was letzte Woche? Das hatte 28, nee, letzte Woche, vorletzt. Das Biopilz, das hatte 28 Beteiligten, jetzt haben wir 29. Mal gucken, ob sich das dann auch im Geschmack niederschlägt. Tatsächlich. Also ich muss echt sagen, ich muss mal gucken, dass ich auch eine Brille für weit kriege, du. Ja, aber mich auslachen, dass ich jetzt in Niederlande oder meine erste Lesebrille gekauft habe. Bei HEMA... Hallo, ich bin 63. Wie alt bist du? 43. Aha, sind 20 Jahre Unterschied. Ja. Also von daher, ich fange jetzt an, ein bisschen schwach zu sehen. Da sagst du so von wegen, mich dich auslachen. Ich lache dich nicht aus, ich bemitleide dich. Ja, dass das so früh schon losgeht. Ne? Eben. Ja, die einzigen Alterserscheinungen sind... Naja, du hast sicher noch keinen Spiegel gehabt, ne? Oh Gott, Spiegel, das ist eine Geschichte. Ich war in Eindhoven in einem schwedischen Designermöbelhaus einen Badezimmerspiegel kaufen, weil es ihn im Ikea in Köln nicht mehr gab. Und Eindhoven, 2 Stunden entfernt, das nächste Haus war, was den hatte. Und dann kam ich nach Hause, habe mich bolle gefreut, dass ich diesen Spiegel hatte. Da haben die mir, das war ungewöhnlich, weil es der Ikea da ist relativ klein. Du musst dann in eine Halle fahren, in so eine Lagerhalle, gibst da deinen Lieferschein ab oder zeigst deinen Lieferschein vor und dann bekommst du dann das Paket irgendwie nach ein paar Minuten Wartezeit, geben sie dir das dann raus. Und ich mich wie Bolle gefreut, fahre die 2 Stunden nach Hause, nach Köln, dachte, ja geil, endlich diesen Spiegel, wo wir wochenlang drauf gewartet haben. Und dann abends dachte ich so, ach ja, guckst du ihn nochmal an. Und dann dachte ich, hä, der heißt ja ganz anders. Dann habe ich mir das falsch gegeben. Was habe ich gemacht? Ein paar Tage später, wieder zum Ikea nach Eindhoven. Es gab unterdessen von den 5 verfügbaren nur noch einen. Und meine Frau saß immer am Beifahrersitz und hat geguckt, ja, der eine ist noch da. Ich sage, ich will das gar nicht wissen. Wir müssen eh dahin das Ding zurückbringen. Ich will das gar nicht wissen. Wahrscheinlich der, der vor mir steht, kauft den. Ja, wir hatten lange Rede. Jetzt hängt er. Also wir haben Glück gehabt. Mhm. So, Pilsner. Himmlischherber Hochgenuss. Höpfner Pilsner ist Braukunst in himmlischherber Vollendung. Für sein filigranes Hopfenaroma werden nicht weniger als 4 verschiedene Hopfensorten miteinander kombiniert. Ui. Anschließend reift es in aller Ruhe über Tage hinweg in den offenen Gärkellern der Höpfner Bierburg. Genau, da steht es ja wieder. Diese aufwendige und seltene Brauweise lässt in bester Höpfner Brautradition ein einzigartiges Pilsner entstehen. Wer hat jetzt hier getrunken? Du? Ich gucke mal nur zu. Ah, einzigartig. Ja. Ein sich. Ja, dann ein wollen wir doch mal. Als 2 sich. Herrlich. Sag mal wieder. Kristallklarer Pilz, noch 2 Wochen Naturtrübigkeit, ne? Hopfen. Sehen wir erstmal direkt. Es ist. Fast gleich. Fast gleich. Genau. Sprudelt auch sehr fröhlich. Ne? Der Schaum hält sich relativ gut. Relativ gut, ja, genau, relativ stabil. Riechst du das auch? Ja. Was riechst du? Hopfig. Ja. Aber feinster Aromahopfen riecht man hier raus, ne? Das ist kein normaler Hopfen. Boah, das ist wirklich sehr aromatisch. Mhm. Und er denkt sich, was labert der da wieder? Nö. Ich frage mich nur, was hat der für eine Nase? Abgesehen davon, dass sie so groß ist. Ähnlich groß wie deine. Was stelle ich mal ins Profil? Ja. Meine ist eben halt einzigartig in dieser Form. Ja. Ja. Prost. Ich bin mal gespannt. Darf ich mal an deinem probieren? Ja, ist das auch. Was denn? Sag du mal. Nee, ich.
Ich hatte kurz überlegt, ob das mal irgendwie falsch gelagert wurde. Okay, weil? Weil das so, es gibt so einen prägnanten Geschmack, wenn das so einmal irgendwie Frost mitgemacht hat oder volle Sonne oder was weiß ich, was, keine Ahnung. Also wenn das irgendwie mal falsch aufbewahrt wurde. Steht die ganze Zeit nur unten im Keller. Ja, ja, aber wer weiß, wo es beim Lieferanten stand und keine Ahnung. Also jetzt nicht mal bei Andi, sondern das ist ja auch manchmal diese Getränkefachgroßhändler, ne, wo die das lagern oder wie auch immer. Die machen nämlich auch nicht bei weitem alles richtig. Nein, nein, das nicht. Aber wann hat er es geschickt? Ist ja schon eine Zeit lang her. Ja, aber das, bei dir stand es ja nur im Keller. Richtig. So, da kann ja nichts gewesen sein. Weil ich hatte kurz überlegt, das schmeckt nicht komplett so, aber es schmeckt so ein Hauch so, wie so ein Bier, was falsch gelagert wurde irgendwie. Aber deswegen wollte ich jetzt wissen, weil wir das schon mal hatten bei dem... Das ist das Prägnante an diesem Bier. Zödler Mondscheinbier oder wie das da hieß. Weißt du noch? Da war doch ein... Wir hatten zwei Flaschen. Ja, eine Flasche war naturtrüb und eine Flasche war klar. Und das war dasselbe Bier. Und da hatte ich gesagt, ich habe es in der Garage gelagert, das ist schon ein paar Jahre her. Und da hat das Frost mitgemacht. Und deswegen war eine Flasche da hin und die andere war halt noch in Ordnung. Deswegen wollte ich jetzt mal beide probieren, aber das ist tatsächlich bei beiden so. Ich glaube nicht, dass das eine weg hat. Nö, nee, vielleicht schmeckt es auch tatsächlich immer so. Also ich habe das, aber ganz kurz habe ich es jetzt so gedacht, weil, ja, das ist total hopfig. Das beeinflusst aber jetzt das Urteilsvermögen. Mich erinnert der Geschmack da halt so ein bisschen dran. Deswegen sage ich ja, sag du mal. Also, für mich ist das jetzt kein aufregendes Bier. Kennst du nicht? Nee. Also ich finde, es schmeckt schon ein bisschen anders. Es schmeckt anders. Da sind so ein paar eigene Hopfenaromen drin, die ein normales Pilz nicht hat. Ne? Also es schmeckt komplett anders als so ein Heineken zum Beispiel. Absolut. Weil Heineken ist ja doch herber, frischer. Heineken ist schon. Ja, finde ich. Und hier hast du halt, hier ist auch Aromahopfen mit drin und der bildet dann auch eher so den Geschmack darin. Ist eine feine herbe Note drin. Wirklich schöne, schöne herbe Note, finde ich jedenfalls. Mhm. Einen lang anhaltenden Geschmack an dieser Note. Ja, es ist. Ja, man merkt diese Hopfennoten. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche es wären jetzt, aber irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt für mich. Es fehlt was, okay. Ja, irgendwas fehlt. Das ist aber mein Geschmack. Das ist ja eben halt, weil ich eben halt, wo ich sage, juhu. So irgendwas Spannendes, irgendwas. Ja, irgendwie so, dass ich sage. Mir fehlt dann, vielleicht ist es das auch, dass es so ein bisschen. Nicht dieses, mir fehlt so die Frische irgendwie. Vielleicht ist es das. Es ist gut trinkbar. Wie gesagt, eine schöne herbe Note. Feinherbe Note. Aber. Nee, nee, das war ihm. Hier drin. Ja, alles gut. Alles gut. Das war die Vorstufe. Alles gut. Aber irgendwas, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Irgendwas fehlt. Ja, vielleicht meine ich das auch so. Mhm. Dass da irgendwie... ne? Ja. Schwer zu sagen. Also für mich, im direkten Vergleich finde ich, das schmeckt einfach frischer hier. Heineken. Und das ist so das, was mir bei dem, glaube ich, fehlt. Ja. Oder? Ja. So diesen letzten Kick, so, jo. Mhm. Pfiff. Als solches echt sehr lecker, aber so der letzte Pfiff, so, die, jo. Und trinkbar ist es auf jeden Fall. Hat eine feine Note zum 10.000. Mal. Mhm. Hat ein. Und trinkbar ist es auch. Auf jeden Fall. Ja. Also, du hast es ja auch getrunken. Ja, ja. Mhm. Und ich lebe ja noch. Ja. Also von daher. Aber schade, schade. Also es ist so dieser kleine Kick vielleicht, wo ich sage, ja.
Aber ich könnte sie nicht genau definieren und sagen, ja, das ist es. Ja, okay. Also unterm Strich von den dreien fand ich den kleinen Karl, das war ein total spannendes Bier. Und das ist auch von den dreien tatsächlich so mein Favorit. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, und danach käme aber dieses, obwohl da noch was fehlt, für meine Begriffe, wo ich sage, danach dieses und dann käme das Bio. Und dann das Bio-Pilz, das Fächerbräu. Ja, ja, da bin ich dabei, das sehe ich ganz genauso. Nichtsdestotrotz, es waren drei, muss man so sagen, sehr ungewöhnliche Biere. Sehr, ne? Sehr. Von daher, vielen, vielen Dank, Andi. Unterschiedliche. Das war mal nicht so der... der Mainstream-Geschmack, sagen wir mal, ja, weil gerade so Mittelmeerbiere zum Beispiel sind ja irgendwie alle sehr, 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 sehr ähnlich. Ne? Mhm. So ein Lörster 3, sehr interessante, sehr verschiedene Biere uns zugeschickt und glaube, hast du dir da auch wahrscheinlich echt Gedanken zu gemacht. Ja, also wirklich. Vor allen Dingen, dass so ein Bier ist ja auch eine Herausforderung zu sagen, okay, der eine wird begeistert sein, der andere wird sagen, bruch. Aber ich muss sagen, es ist lecker, aber... Für mich fehlt da dieser letzte Kick. Aber ansonsten ist es wirklich ein schönes, rundes Bier. Ja. Gut. Ja, was machen wir nächste Woche? Sollen wir mal Goldochsen hell machen? Ja, ich bin immer für Grillen. Ja. Würde mir jetzt so spontan einfallen. Also wir haben momentan noch echt viele Biere in der Pipeline. Es war halt Urlaubszeit, ne? Viele Mitbringsel gehabt. Und das ist so das, was mir spontan einfällt. Das steht tatsächlich auch schon länger bei mir. Wer will das wissen? Was denn? Der schwarze Schmerz. Ja, dann machen wir nächstes Mal Grill. Goldochsen hell. Okay, ach so. Nee, wir hatten schon mal Goldochsen aus Ulm und da wurde dann empfohlen, probiert doch mal das Helle, ne? Das soll wohl noch besser sein als das, was wir hatten. Und deswegen habe ich dann das Helle auch nochmal besorgt. Und dann schauen wir mal, wie das ist. Machen wir. Ne? War ein Zuschauerwunsch. Eben. Kann man ja mal machen. In diesem Sinne. Ja, ach doch. Doch. Mhm. Dann jetzt? Ja, ja. Jetzt? Du? Ja. Okay. Ja, so. Du zuerst? Nee, du. Ich? Also, danke fürs Zuschauen. Nee, ich war doch. Ach so, ja, dann mach du. Danke fürs Zuschauen. Weiter? Bis nächste Woche. Was sehen wir? Goldochsen hell. Ah. Okay. Ciao. Ciao. Ich gehe.